Danke, jetzt kommt das letzte Stück. Also für mich war es eine große Ehre, heute den Robert Hofgarten vertreten zu dürfen. Das nächste Mal ist er wieder in der Band dabei. Nicht, dass es jetzt, das soll ja weitergehen, oder? Aber wenn er wieder keine Zeit hat, spiele ich schon. Also, außer ich habe einen besseren Gig mit einem von uns halt. Wenn ich einen besseren Gig habe, komme ich nicht. Wie viel kriege ich denn heute eigentlich? Wie viel gibst du da? Ist nichts ausgemacht. Nichts ausgemacht. Okay. Ja, das Essen war gut. Wieder nur Pflaumen. Pflaumen. Essen war gut, Wein war auch gut. Nein, ist okay. Es hat geregnet. Ich habe nichts anderes vorgehabt. Fußball war eigentlich im Fernsehen. Ist okay. Bin gern gekommen. Danke für die Einladung. Jetzt kriegst du auch nichts. Oder kriegst du? Ja, jetzt kriegst du nichts. Na gut. Ja, mach nichts. Wie jeden Witz kriegst du einen Anzug. Nein, ich habe das Klimadicke, die kommt schon irgendwie heim. Und beim Klimadicke ist der Vorteil, man kann in jedes Haus reingehen, man kriegt überall was zu essen jetzt. Habst du das schon gewusst? Das ist beim Klimadicke dabei jetzt. Und jetzt spielen wir ein Stück, das habe ich meiner Frau gewidmet, und zwar in den Anfangszeiten unserer Liebe, großen Liebe, On a Journey to Love, das war 1998, 99. Es war ein fließender Übergang. Das wisst ihr jetzt, bis eh wie das ist zwischen. Ab und zu ist es ein fließender Übergang, gell? Möchte wer was dazu sagen? Nicht, gell? Fließende Übergänge, gell? Gibt's. Und da habe ich ein Stück geschrieben, das heißt On a Journey to Love. Und da passt zum Beispiel auch Tirol ist Leons, passt der Text auch auf. Aber ich habe auch einen englischen Text. Was lachst du denn? Nein, jetzt hör ich auf, der lacht halt. On a Journey to Love heißt das. Vielen Dank. Warum muss eigentlich ich reden? Ich bin gar nicht in der Band dabei, red du. Geh und aus am Schlagzeug. Benjamin Lambert am Bass. Martin Orweiler von Peter Flügelhorn. Florian Bambeck und Stefan Koster bedanken sich bei euch fürs Kommen. Und jetzt geht's los. Danke Fabio übrigens, gell? Für den wundervollen Sound. Und danke Donau Tirol für eure fantastische Arbeit hier. Gell? Das muss man auch. Großen Applaus für Donau Tirol. Und bis zum nächsten Mal. Also beobachtet weiter. Die Homepage von Donau Tirol, da stehen alle weiteren Geschichten, die wichtig sind. Thank you.